Ja, hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Fallout New Vegas. Ich hätte fast Fallout 3 gesagt, verdammt. Ich habe gerade meine Festplatte defragmentiert. Jetzt nehme ich wieder mit 30 FPS auf. Sehr gut. Ich wollte eigentlich schon gestern Fallout New Vegas aufnehmen. Das Problem daran war einfach, ich habe das Mikrofon. Ich dachte mir, ich stelle das Mikrofon mal anders ein, damit das nicht immer so am Rauschen ist, wenn ich so reinpuste und so, weißt du? Weil das passiert leider sehr oft. Aber nein, ich musste feststellen, dass ich bei jedem Satz die ganze Zeit nur so die ganze Zeit durchgehen. Und das war einfach so toll. Da dachte ich mir, Mann, löschte einfach mal die Aufnahme. Und jetzt habe ich leider mir 20 Minuten vom Spiel gespoilert. Aber das ist auch nicht schlimm, denn die 20 Minuten arbeiten wir hoffentlich in 10 Minuten ab und dann ist alles wieder blind. Das wäre ja toll. Sunny Smiles wollte mit uns auf Gecko-Jagd gehen an so einen komischen Brunnen oder sowas. Ich bin gespannt, ne? Also, ja gut, ich kenne es ja schon, aber ihr könnt gespannt sein, was uns erwarten wird. Cheyenne ist ein komischer Hund. Haben Sie das oben auf der Anhöhe hinter mir gehört? Wir müssen mit ein paar Geckos aufräumen. Kleine Monster sind das. Doc Mitchell behandelt mehr Geckobisse als irgendwas anderes. Schauen wir mal, ob wir näher herankommen. Wenn wir leise sind, dann können wir sie überraschen. So trifft man leichter was Lebenswichtiges. Ich darf nicht aufhören zu atmen, während ich die Charakter sprechen lasse. Nee, das tut nicht gut. Okay, Sie haben's raus. Heizen Sie ihn ein. Alles klar. Da vorne sehe ich schon was Rotes auf dem Radar. Jetzt ist es wieder weg. Da vorne ist was. Okay. Mit einem gezielten Schleichschuss können wir die One-Hitten. Wo sind sie denn? Also da ist einer hier links lang gelaufen. Ich gehe mal ein bisschen näher ran. Ich höre auch nicht zu. Okay, die kommen angeschissen. Aus dem Nix und ich höre keinen Sound. Cool, hallo Sound. Jetzt ist Sound. Gut, das war jetzt ein bisschen komisch, dass auf einmal der Sound so weggeleckt war. Aber ich denke, das liegt auch daran, weil ich gerade erst das Spiel gestartet habe, weißt du? Weil dann lädt er mir die Daten noch erst rein. Egal. Sehen Sie? Sie kriegen den Dreh langsam raus. Es gibt noch zwei Brunnen, bei denen wir aufräumen müssen. Wenn Sie wollen, können Sie mitkommen. Wäre mir ein paar Kronkorken wert. Also ein paar Kronkorken, vor allem Kronkorken klingen immer gut. Sollte nur ein paar Minuten dauern. Insbesondere, weil wir zu zweit sind. Kommen Sie mit. Jo, alles klar. Vielleicht mache ich heute Abend noch einen Livestream, Leute, aber dann Creative Stuff. Das heißt, vielleicht keine Games, sondern eher so, keine Ahnung, wird zum Beispiel, ja, VRTS einmal aktivieren, so, dann gib mir jetzt die Meldung hier auf den Sack. Ja, so Creative Stuff halt, ich wollte mir einen neuen Hintergrund für den Kanal machen, beziehungsweise so ein Banner-Ding. Und ich habe immer wieder Frame Drops, das ist ein bisschen doof. Ich vermute einfach mal, dass irgendwie der PC an irgendwo gerade am Arbeiten ist. So, alle Geckos down. So, Sunny, weiter geht's, würde ich sagen, ne? Okay. Also bis jetzt gefällt mir übrigens Fallout New Vegas richtig gut. Die 20 Minuten, die ich jetzt gestern gesehen habe, die waren schon richtig geil wieder. Warte mal. Ich bin gerade am Überlegen. Also es gab ja im Ödland hier mehrere creepy Stellen und sowas. Ja, Junge, hör mal auf rumzurucken, was ist kaputt bei dir? Mein Gott. Windows, Windows, Windows. GoodSpring's Quelle entdeckt. Okay. Ich sehe ganz viele rote Sachen auf dem Radar. Ich gehe mal davon aus, dass sie uns nicht so freundlich begrüßen werden. Aber keine Angst, Leute, was mit dem Ruckeln hat bald ein Ende. Nein, die werden diesen Mensch töten. Schnell nachladen. Oh, scheiße, er ist tot. Yep, er ist down. Oh, der Deko kommt. Deko. Deckung. Na, okay. So gut war der jetzt auch nicht. Auf jeden Fall werde ich mir noch einen Uncut-Patch reinknallen, damit das auch gut läuft, das Game, damit das auch schön aussieht. Ja, Sunny. Belohnung. Los. Ach Gott im Himmel. Kein Tag vergeht, an dem ich den Leuten nicht sagen muss, dass sie nicht allein herkommen sollen. Aber manchen Leuten reichen gute Worte halt nicht und dann passiert sowas. Naja, das ist eben Teil unseres Lebens hier draußen. Muss man sich dran gewöhnen. Aber Sie sind wie versprochen bei mir hier draußen geblieben. Hier also mein Teil der Abmachung. Eins will ich Ihnen noch 50 Korken, zeigen. nice. Dachte mir, dass es vielleicht gut wäre, Ihnen zu zeigen, wie man sich selbst versorgt und nützliche Dinge herstellt. Interessiert? Ja, natürlich könnte nicht schaden, ne? In Ordnung. Dann brauchen wir ein paar Zutaten, um loszulegen.
Wir brauchen etwas Xanderwurzel und eine Brockblume. Mhm. Lassen Sie mich mal überlegen. Brockblumen habe ich beim Friedhof gesehen und Xanderwurzel gab es bei der Schule. Bringen Sie das zu mir und wir kochen los. Ja, dann lass mal kochen und so. Da ist auch eine geile Neuerung an Vegas. Man kann sich jetzt Sachen kochen anscheinend. Ja, hier ist der Friedhof, da gehen wir als, also nach der Schule hin. Denn der Friedhof hat nämlich noch kleine Überraschungen für uns, wie ganz komische Geräusche und so. So, die Schule ist das rote Gebäude da hinten, wenn ich mich recht erinnere. Und ich glaube, da kann man auch ins Gebäude später rein oder... also, ich kann ja kurz sagen, was ich an Folk New Vegas kenne. Ich kenne drei Sachen. Das ist, man kann Ruf farmen für Städte und so weiter. Man kann sich Fraktionspunkte erwerben. Es gibt einen Staudamm, wo man sich irgendwie Powerrüstung besorgen kann. Und es gibt irgendwie in der Nähe von Las Vegas... ja, da ist ein Gegner auf dem Radar, warte mal. Und es gibt in der Nähe von Las Vegas, so, einer ist down. Na, stirb doch jetzt. Oh, komm. Jetzt lädt er auch noch nach. Heuschrecke kommt. Nein! Oder ein Grashüpfer. So, down. Und es gibt in der Nähe von Las Vegas einen Item-Shop oder irgendwie so einen Waffenladen. Irgendwie sowas habe ich gesehen. Jetzt habe ich noch in den Kommentaren gestern gelesen. Ne, nicht gestern, oder war das vorgestern? Das war auf jeden Fall im Livestream. Ja, müsste vorgestern gewesen sein. Da hat mir einer geschrieben, ich soll eine DSC-Mission machen, weil es gibt Waffen, die sind gut, um in Hardcore gut voranzukommen. Da werden wir auch dann in Angriff nehmen. Wir müssen da hoch zum Friedhof. Genau. Ja, ich soll irgendwas mit Blue hieß die DSC. Muss ich nachher mal gucken. Auf jeden Fall machen wir die Mission, sobald wir hier aus dem ersten Anfangs-Quest-Pool raus sind. Weil ich bin echt gespannt, was uns da erwarten wird. Und es hieß auch, die soll richtig gut sein und witzig auch. Okay, warte mal. Genau, alles klar. Auf dem Friedhof gibt es komische Geräusche. Die werde ich euch gleich kurz demonstrieren. Und da vorne läuft, warte, ich habe da was riechen sehen. Ja, da. Komm her, du Rindenskorpion. Ja, aber so schlecht schieße ich gar nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Dafür, dass ich auf Hardcore spiele, also dafür, dass ich auf Hardcore spiele, ist bis jetzt das Game noch recht, ich würde sagen, recht nett. Also es ist nicht bis jetzt unfair oder so. Und da war wieder ein Frame Drop. Ey, Dixui, ich klatsch dich gleich weg. Ja, ich klatsch doch richtig so. Ich weiß auch nicht, was heute mit mir los ist, Leute. Keine Ahnung, ich habe mir in letzter Zeit irgendwie angewöhnt, immer so zu sagen, boah, ich klatsch dich weg und ich klatsch den weg. Keine Ahnung, wo ich das her habe. Man hat halt wahrscheinlich ein bisschen zu viel mit seinen Freunden rumgealbert und da kommt sowas bei rum. Und da ist eine Fliege. Oder ist das? Ja, ist eine Fliege, okay. Oh, ich hasse die Viecher, die sind so schnell, ne? Da kommst du mit dem Schießen nicht richtig nach. So... jetzt hat mir ein Kumpel noch, der liebe Valley, hat mir gestern Dings gekauft, Counter-Strike Go, hat er mir geschenkt, weil das für 4 Euro im Angebot war. Und ist auch ganz witzig, auch wenn das nicht so wie Counter-Strike Source ist. Also ich würde sagen, vom System her ist das so ein, weiß ich nicht, vom... spielt sich ein bisschen, also man, es spielt sich wirklich gefühlt anders. Es fühlt sich anders an, das Spiel. Und ich habe den Friedhof entdeckt, stand das da gerade. Oh, du Sau. Komm, sag mal, Alter, ich kotze gleich. Das ist so... da muss ich ganz ehrlich sagen, diese Fliegen regen mich deswegen so sehr auf, weil die so fliegen, als würde man übelst irgendwie online rumlegen. So fühlt sich das an bei den Fliegen. So, boah, habe ich alle erwischt, nice. So, wenn wir jetzt ruhig sind, dann können wir vielleicht sogar Geräusche hören. Ganz ruhig. Habt ihr das gehört? Ist so eine Art Flüstern. Auch hier, wenn ich hier in der Nähe vom Wasserturm stehe, kommen auch komische Geräusche, aber da ist dann so ein kreischendes Metall. Na, machst du jetzt ein Geräusch? Hm? Ah, vielleicht jetzt nicht. Da können wir uns aber alles mal in Ruhe bei so einem Mythenvideo anschauen. Wollte ich ja sowieso mal was Neues rausbringen, weil GTA hatten wir jetzt letztes Mal noch. Vor einer ganzen Weile schon. Und, warte mal, GTA, genau. Und ich wollte auch mal für Fallout was machen. Bei Fallout gibt es nämlich auch ein paar creepy Sachen. Und wir sollen zurück zu Sunny, denn die will uns jetzt zeigen, wie wir diese Sachen verwerten können.
Genau. Hi, Sunny. Zeigen Sie mir mal, was Sie haben. Ja, das sollte hinkommen. Gut hinkommen. In Ordnung. Wir werden was zusammenbrauen, das die Leute auf der Walz Heilpulver nennen. Alles klar. Gehen Sie mal zum Lagerfeuer und versuchen Sie es. Ja, machen wir auch direkt. Ich hoffe, dass ich nicht so viel ins Mikrofon reinpuste, weil ich weiß genau, dass ich es wieder tue. Ich muss da. Boah, verraten. So, genau, akzeptieren. Ein, genau. So. Weil ich muss da nämlich noch vielleicht mir so ein Teil drauf stecken, weißt du? Wie sie beim Fernsehen benutzen. Hey, nicht schlecht. Sehen Sie, um nach Rezept zu arbeiten, braucht man nur die richtigen Zutaten und das richtige Wissen. Manchmal braucht man nicht mal ein Lagerfeuer. Vielleicht müssen Sie mal an Ihren Waffen und der Das Munition LAG, herumfummeln. was? Wichtig dabei ist aber, dass man weiß, wie es funktioniert. Man braucht nur den richtigen Arbeitsplatz, eine Werkbank oder eine Ladebank oder so. Hm, okay. Tja, das sollte für den Anfang reichen. Ich kehre jetzt um. Hoffentlich habe ich kein gutes Lied aus der Jukebox verpasst. Cheyenne wäre untröstlich. Hey, tun Sie mir einen Gefallen. Trudy, die Barkeeperin des Prospector, ist so eine Art Stadtmutti und trifft gern alle Neuankömmlinge. Sie wäre sauer auf mich, wenn ich sie nicht bitten würde, mal vorbeizuschauen und Hallo zu sagen. Machen wir auf jeden Fall. Ladebank. Was kann man unter einer Ladebank verstehen? Wäre das sowas wie für. Wie hieß das Teil? Ich weiß es doch. Das Teil, was man. Warte mal. Kurz eine Stunde vorspulen. So. Eine Ladebank, ist das zufällig so ein Teil für Energiewaffen? Das wäre richtig cool. Ich habe keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Und ich bin auch froh, dass ich keine Ahnung habe. So, da steht die wieder, okay. Jetzt ist Schluss mit freundlich. Wenn Ringo nicht bald ausgeliefert wird, hole ich meine Leute und wir brennen die Stadt nieder. Verstanden? Das werden wir uns merken. Wenn Sie also nicht kaufen wollen, sollten Sie gehen. Mach schon, probier's nur. Ja, naja, mach ich auch noch. Das tut die, genau. Sie haben ganz schön für Aufruhr gesorgt. Schön, Sie endlich kennenzulernen. Willkommen im Prospector Saloon. Ich habe Ihren Streit mit angehört. Worum ging es? Sieht aus, als wäre unsere kleine Stadt in was reingeraten, mit dem wir nichts zu tun haben wollen. Vor einer Woche ist dieser Händler Ringo hier angekommen. Überlebender eines Angriffs, sagte er. Verfolgt von fiesen Leuten. Braucht ein Versteck. Wir dachten, dass er nur einen Schock hat. Also gaben wir ihm den Platz zum Hinlegen. Wir hatten nicht erwartet, dass ihn tatsächlich jemand verfolgt. Also war dieser Typ, der da gerade gedroht hat, der Wingo verfolgt, anscheinend. Wo ist denn Wingo im Augenblick? Augenblick. Er hat sich in der verlassenen Tankstelle auf dem Hügel verschanzt. Warum töten Sie Cobb nicht einfach und basta? Sie meinen ihn ermorden? Sowas machen wir nicht. Auch wenn Cobb Abschaum ist. Da kann er so viel poltern und drohen, wie er will. Okay. Und was werden Sie tun? Ein paar der anderen, Sunny zum Beispiel, werden sich auf Ringos Seite schlagen, wenn er sie um Hilfe bittet, was er bisher noch nicht getan hat. Ich persönlich hoffe ja, dass er sich eines Nachts aus der Stadt schleicht und die Pulverbande mitnimmt. Okay. Pulverbanditen? Eigentlich nur Strafgefangene. Die RNK hat sie aus Kalifornien hierher gebracht, damit sie an den Bahngleisen arbeiten. Nur hat sich leider herausgestellt, dass es nicht die beste Idee ist, Häftlingen Dynamit und Sprengpulver in die Hand zu drücken. Vor kurzem gab es einen großen Ausbruch. Ein paar von denen haben sich zusammengetan, um Unheil stiften zu können. Mit denen haben wir es jetzt zu tun. Ja, also ich fand das eine gute Idee. Egal, reden wir über was anderes. Was passiert, wenn ich Ringo helfe? Wenn Sie Ringo aus diesem Schlamassel helfen könnten, hätten Sie in Good Springs einen guten Ruf. Ich würde Ihnen auch Rabatt geben. Okay. Natürlich würde es außerdem die Pulverbande zornig machen, wenn Sie Ringo helfen. Und die haben eine Menge Freunde da draußen. Ja, warum sollte ich dem Pulverbanditen bitte helfen? Beziehungsweise gehe ich jetzt mal davon aus, dass man denen auch helfen kann. Okay, das war alles. Wenn ich den Pulverbanditen helfe, dann haben die und ihre Freunde es nicht auf mich abgesehen. Wenn ich Wingo helfe, dann kommen die Pulverbanditen angeschissen und wollen mir auch auf den Sack gehen. Das ist mir aber egal, weil ich helfe Guten Abend. unschuldigen Leuten lieber als irgendwelche Strafgefangenen, die sogar ausgebrochen sind und hast nicht gesehen. Nun muss man jetzt überlegen.
Warum sind die Pulvermaditen eingesperrt worden? Haben die böse Sachen gemacht oder haben die jetzt böse Sachen gemacht oder vielleicht wurden die nur gefangen genommen? Und eigentlich waren die Bösewichte, die gefangen haben. Naja, egal. Ihr wisst, was ich meine. Und hier ist die Tankstelle. Oh, guck mal, das ist ein Automat. Sunset. Sarsaparilla. Cool. Das ist so wie Nuka-Cola. Ey, das sieht übelst lecker aus, das Zeug. Seit wann gibt's denn das? Seit 1918 schon. Ja, da ist schon ein bisschen... Keinen Schritt näher. Wer sind Sie und was wollen Sie von mir? Ich bin kein Feind, falls Sie das meinen. Hilfe. Tut mir leid wegen der Knarre. Sie haben mich einfach kalt erwischt. Wir haben einen schlechten Start erwischt. Wie wäre es mit einer Partie Karawane? Sie wissen doch, wie man das spielt. Karawane habe ich noch nie gespielt. Wussten Sie, dass ein Mann namens Joe Cobb nach Ihnen sucht? Schon, aber allzu hart sieht er nicht aus. Offenbar hat er Angst, dass ich ihn von einem Fenster aus abknalle, wenn ich ihn sehe. Und er hat recht. Ich habe ein viel größeres Problem, wenn seine Kumpels aufkreuzen. Mit allen werde ich in der Schießerei nicht fertig. Okay, was wollen Sie gegen die Pulverbande unternehmen? Ich tauche jetzt so lange wie möglich unter, sofern mich die Stadt nicht den Wölfen vorwirft. Allein habe ich gegen die Bande keine Chance. Da kann ich sicherlich helfen. Zu zweit würden wir nicht mehr erreichen als ein gemeinsames Grab. Wenn jedoch noch ein paar andere Leute aus der Stadt an Bord wären... Ich kann da wohl mal rumfragen. Vielleicht lässt sich was auftreiben. Fangen Sie mit Sunny Smiles an. Sie gehört zu den freundlichsten Leuten hier. Okay, alles klar. Gut, Leute, ich werde jetzt an dieser Stelle einen Cut machen. Ich werde mich jetzt hier Video fertig machen, rendern, hochladen. Und vielleicht kommt heute Abend da noch ein Livestream. Deswegen ist das Video ein bisschen kürzer. Ich kann es aber nicht versprechen. Gut, ich hoffe, euch hat dieser Part heute von Fallout New Vegas gefallen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und sorry nochmal, dass dieser Part leider nicht blind war. Weil ab dieser Stelle ist alles wieder 100% blind. Also wird Part 3 wieder blind. Gut, Leute, ich hoffe, ihr hat es gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin. Ciao! Überstrecken. Oh ja, ciao, ciao. Oh, das ist geknackt.